Seit Mitte Juni gräbt das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege auf dem Gelände der ehemaligen Bruveleithäuser am Waffenplatz. Am Donnerstag wurden erste Ergebnisse präsentiert. Erhofft hatten sich die Archäologen dort Reste der mittelalterlichen Stadtmauer. Und tatsächlich haben sie bei ihren Grabungen einen größeren Abschnitt der alten Stadtmauer entdeckt, der nicht nur zeigt, wie die Mauer gebaut wurde und wie sie aussah, sondern auch ihre absichtliche Zerstörung, vermutlich im 17. Jahrhundert. Hinzu kommen Überreste eines Turmes an der Mottenstraße, des Grabens vor der Stadtmauer und eines Brunnens sowie Hinweise auf den ehemaligen Wehrgang.